My challenge undeniable. Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Episode der legendären Nausicaa-Kampagne Vanilla. Übrigens, wir sind mittlerweile in Zug 17 angekommen und die Scalinger haben wir mittlerweile erobert. Da haben wir die andere Fraktion, die sich hier im Norden gerade ausbreitet, sind die Winterzähne unter Throck Schlau-Troll, wie ihn manche nennen, vor allem ich. Wulfric hat letztens sein Level-Up bekommen, als er Chaos-Rebellen zurückgeschlagen hat. Und wir machen unsere Barbaren-Berserker nochmal besser. Plus 15 Nahkampfangriff, plus 15% Nahkampfstärke, das macht sie nochmal enorm viel besser. Und leider ist eine... ein paar letzte übrigen Chaos-Rebellen sind entkommen. Ich habe keine Lust, den voran zu kämpfen. Neun automatisch, hoffen wir verlieren nichts. Wir haben nichts verloren und haben einen entscheidenden Sieg errungen. Sehr gut. Und wir werden ein paar Gefangene opfern. Vielleicht kriegen wir sogar... Ah, wir haben noch einen Rang bekommen. Und plus 8 rüstungsdurchdringender Schaden nehmen wir auch gerne nochmal mit. Oh, das Schwert der Beine ist besser. Ja, dann nehmen wir es doch nicht mit. Gut, und wir können gleich unsere Barbaren-Berserker auf plus 15 aufleveln. Sehr, sehr gut, damit werden sie formidable Gegner für, na, für so ziemlich gegen so ziemlich alles. Gut, wir werden nicht zurück in unsere Hauptstadt gehen. Das bringt uns nämlich nicht wirklich viel. Stattdessen gehen wir in die Lagerstellung oder Plünderstellung. Tatsächlich reduziert das das Einkommen aus unseren Gebäuden in der Region um 100%, aber auf die 170 können wir, glaube ich, verzichten, wenn wir dafür 2869 Gold sparen können. Oder? Nicht unbedingt ganz so viel, aber wir machen dann auf jeden Fall Gewinn anstatt Verlust. Öffentliche Ordnung sinkt ein bisschen, aber okay, daran kann ich jetzt nichts ändern. Wie sieht's aus? Hier bei den gegnerischen Fraktionen ist aufgrund des Schwierigkeitsgrads natürlich nicht sehr freundlich. Throck. Nicht sehr freundlich. Handeln werden wir nicht können. Das wird jetzt scheinbar sowieso die Art und Weise zu sein, wie wir unser Geld hochhalten, indem wir uns immer in Plünderstellung befinden und so auch unsere Truppen regenerieren. Können wir sonst irgendwas haben, was uns Einkommen bringt? Wir werden auf jeden Fall Mauern brauchen. Aber selbst wenn wir die Kadavermauern haben, na doch hier, mit blutigem Bollwerk bekommen wir Mauern, hoffe ich jedenfalls. Die werden wir auch brauchen, sonst sind wir hier direkt am Meer sehr viel zu sehr angreifbar für, naja, für so ziemlich alles. Das heißt, wir bauen hier aus. Hier, ich glaube, auf dieser Eisstreitwagen der Barbaren, auf die können wir mal gnadenlos verzichten. Die Pferdeherren der Chaos-Barbaren sind ganz gut. Was ich vielleicht allerdings stattdessen nehmen möchte, sind die Barbarenjäger mit Wurfspeer. Kosten 125 mit 68 Modellen. Die haben 188 pro Zug mit 45 Modellen. Ich denke mal, der Damage-Output unserer Speerwerfer ist da deutlich höher. Wir müssen irgendwas für die öffentliche Ordnung tun. Militärisches Vorgehen, minus 8. Wir haben, wenn alles weg ist, haben wir insgesamt nur einen Pluswert von 4 und einen Minuswert von 4 plus Steuern nochmal 4. Es sei denn, wir wollen keine Steuern hier haben. Dann haben wir tatsächlich positiv. Also Steuern können wir wahrscheinlich vergessen. Wir brauchen mindestens 8 plus durch Gebäude. Durch was kriegen wir das? Durch was kriegen wir das 8 plus? Wir müssen praktisch diese Gebäudekette bauen. Ja. Gut, wir bauen den Altar der Verderbnis, sonst geht erstmal gar nichts. Sonst werden wir niemals aus den Rebellionsproblemen rauskommen. Und dann leveln wir uns auch nochmal hier ab. Her mit der Clan-Enklave. Und das hier, dann haben wir mehr Wachstum. Das ist auch nicht schlecht. Und mehr Forschungsrate, aber dann sparen wir uns mal den Rest unseres Geldes. Es gibt sogar die Möglichkeit, weitere Truppen zu rekrutieren, könnte sich allerdings als sehr gewagt darstellen, obwohl Hautwölfe schon cool sind. Kosten 1000 Gold. Das nauskanische normale Hunderegiment ist auch gut. Ich denke mal,
Boah, Waffenstärke 62 sind deutlich schwächer. Deutlich besser als die normalen Kriegshunde. Ich denke mal, ein zweites Regiment kann ich mir auf jeden Fall noch leisten. Beziehungsweise, komm, holen wir uns gleich die Guten. Holen wir uns gleich die Guten. Oh nein, jetzt sind wir in Rekrutierungsstellung. Und dann verlieren wir wieder Geld. Aha. So ist das Ganze. Alles klar, dann rekrutieren wir lieber gleich zwei Einheiten. Und zwar Norskanische Eiswölfe 1. Und als zweites nehmen wir noch, sollen wir vielleicht doch die Barbarenjäger mitnehmen. Die haben so gut wie gar keine Munition. Das ist ihr großer Nachteil. Oder Hautwölfe, die verursachen Angst. Aber das macht Wulfric selber. Nehmen wir lieber ein paar Barbarenjäger mit Wurfspeeren mit. Wenn nachher irgendwas Großes dabei ist, können die das kaputt schießen. Ab in den nächsten Zug. Oh. Ich habe noch einen Hautwolf vergessen. Ups. Den packen wir noch in unsere Armee rein. Vielleicht können wir ihm noch eine Fähigkeit geben, die es ihm erlaubt, unser Einkommen zu stärken. Aber glaube ich das wirklich? Nein. Übrigens, bei der Umfrage hat ja... Oh. Nein, das ist leider nicht Throck. Sehr schade. Aber Throck wird mit Sicherheit früher oder später mit uns den Krieg beginnen. Und die einzige Möglichkeit gegen Throck zu bestehen, der deutlich mehr Ländereien hat als wir, ist es, seine Armee anzugreifen und ihn direkt im Kampf zu vernichten. Besser wäre es allerdings zuerst mal den südlichen Teil der Norskar, dieses nördlichen Bereichs, die vereisigten Staaten von Norskar zu erobern. Übrigens habe ich wieder mein dieses andere Tool, durch die ich meinen Audioton geroutet habe, wieder deaktiviert, weil es dann immer eine unangenehme Verzögerung gab zwischen dem Punkt, wenn ich was gesagt habe, und der Videoaufnahme. Da hat die Synchronität nicht ganz gestimmt. Da muss ich auch nochmal weiter rumprobieren, bis das funktioniert. Es ist unglaublich. Ich würde es nicht glauben, wie lange das dauert, bis man eigentlich eine halbwegs anständige Aufnahme machen kann. Und wenn man da mal eine hat, dann will man so lange wie möglich nichts mehr ändern, wenn es so halbwegs funktioniert. Oh. Sehr gut, wir haben hier Leif Gulbrandsson direkt vor unserer Nase als Anführer der gegnerischen Fraktion. Den können wir vielleicht ein bisschen auf die Nerven gehen. Zuerst bewegen wir uns mal hier vorne hin und gehen in die übliche Plünderstellung. Was wird mit der öffentlichen Ordnung passieren, sobald wir weg sind? Noch nichts. Ach ja, weil wir gar keine Steuern verlangen. Ah. Selbst mit Steuern kriegen wir noch plus 1. Aber wenn das militärische Vorgehen weg ist, dann haben wir da auch keinen großen Vorteil mehr draus. Nun gut. Unser Hautwolf kommt mit in die Armee. Oh! Sehr gut, der regeneriert sich, hatte physische Resistenz und ja, macht allen möglichen netten Kram. Und wir gehen wieder in die Plünderstellung. Wo befinden wir uns eigentlich gerade? Wir sind bei uns selbst drin. Okay. Auch nichts zu machen. Provinzsteuern. Boah, wir können so gut wie gar nicht hier raus. Na gut, wir lassen sie mal aus, damit wir wenigstens ein bisschen positives Einkommen haben. Regeneration ist auch eher so mehr mäßig als gut. Und ja, okay. Wir müssen in den nächsten Zug gehen. Was anderes gibt es ja gerade nicht zu tun. Und wir brauchen auf jeden Fall Geld. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Und wie kriegen wir Geld? Das ist eine gute Frage. Wir müssen plündern. Bevorzugt ausländische Eindringling. Ormgard Bernhardsson. Kalgakil, Fluch des Südens, ist auch da. Moment, ich glaube, irgendjemand hat mal einen Namen für eine Stadt vorgeschlagen. Und ich habe vergessen, die zu übernehmen. Oh, nee. Oder greift ihr mich an? Ihr greift uns nicht an. Glück gehabt. Das wäre noch... Das hätte noch gerade noch gefehlt, wenn uns das Imperium anfängt zu raiden. Okay, es ist jetzt nicht Imperium, sondern eine andere Menschenfraktion, aber das Prinzip ist dasselbe. Hm.
Das Problem mit diesen Fraktionen, die keine so starken und Geld reinbringenden Städte haben, ist, denke ich mal, dass man wirklich immer in Bewegung bleiben muss. So, wir plündern selber, aber wir haben... Ach so. Nahkampfangriff für alle Barbaren, genau, das wird als nächstes erforscht, perfekt. Das wollen wir auch haben. So, kommen wir hier hinten in die gegnerische Provinz? Ja, da müssen wir uns wenigstens nicht mehr selber plündern. Und das halte ich für gut. Da kriegen wir Nahkampfabwehr plus 10. Das ist echt gut. Aber, ah meine Güte, unser Gebiet ist wirklich überraschend groß. Wie viele Fraktionen sind denn hier noch am Leben? Gar nicht mehr so viele. Scheinbar sind es nur noch wir. Die Trolle. Und diese Wannheimlinger. Leider werden wir hier nicht in der Lage sein, in die... in die Wachstellung zu kommen. Das ist ein bisschen schade. Aber wir gehen auf jeden Fall in die Plünderstellung. Und da regenerieren wir nicht, so wie es aussieht. Ärgerlich. Hier ist die Versammlung der Björnlinge. Die ist ganz gut verteidigt mit Barbaren-Champions. Aber das meiste ist leicht gepanzert. Und unsere Barbaren-Berserker sind sicherlich stärker als die Barbaren-Berserker unserer Gegner. Aber die Hauptarmee ist noch gar nicht da. Unglücklicherweise können wir nicht warten. Wir müssen da rein. Und Geld verdienen. Sonst sind wir gleich pleite. Und wenn wir pleite sind, ist keine Armee mehr da. Oh, Winterzahn. Wenn man sich hier das Kräfteverhältnis von Winterzahn ansieht, dann sieht man, dass deren Armee gerade mal so stark sein kann, so stark ist wie unsere. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Also ist es bei weitem noch nicht vorbei. Und wir können Winterzahn noch schlagen. Und alle Fraktionen, denen wir bisher begegnet sind, sind uns wenigstens nicht überlegen. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, wenigstens müssen wir uns nicht um Tiermenschen und Orks kümmern, die hier oben spawnen. Reicht ja auch an Zeug, was wir gerade momentan oben haben. So, selbst die Wannheimlinge sind nicht so stark. Die machen irgendwohin die Fliege. Gut für uns, denn wir werden sie jetzt plündern. So, Fellmann Ingersen. Ah, den haben wir letztens gekillt. Ist jetzt bereit zur Schlacht. Okay, oh. Okay, militärisches Vorgehen immer noch bei plus 5. Das heißt, die öffentliche Ordnung ist noch okay und hält uns eine Weile noch am Leben. Gut. Dann wird es wohl Zeit, die Versammlung der Björnlinger völlig platt zu machen. Ich plündere das ganze Ding einfach irgendwie, oder? Ich meine, ich könnte es erobern. Wäre nicht schlecht. Vor allem Einkommen durch Lager des Sklavenräubers. Das ist gut. Kann ich das auch bauen? Wo ist das? Plündermiliz? Nee. Oh doch, hier. Lager des Sklavenräubers. Hier gibt's das schon. Wäre schon gut, das zu haben. Ja. Wir müssen da rein. Wir müssen sie platt machen. Das hat alles keinen Sinn. Ihr Meister Korn jubelt. Und wie wollen wir das am besten machen? Sie haben einen Hautwolf, eine Hautwolf-Wehrbestie als General. Und ansonsten sehr viel Infanterie, die wir allerdings, das sind alles keine Damage-Dealer und mit sehr niedriger Nahkampfabwehr mit der Waffenstärke von 85 plus 5 gegen Infanterie. Ja, und im Nahkampfangriff von 56 werden wir die gnadenlos überrennen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in der Lage sind, sie schneller und besser von Hand zu schlagen, als wenn wir es automatisch machen würden. Das ist allerdings ganz schön fies,
dass die eine Hautwolf-Wertbestie als General dabei haben. Ja, am liebsten, ich muss zugeben, am liebsten würde ich die ganze Siedlung schon plündern und sie dann wieder in Ruhe lassen, um möglichst viel Geld rauszuholen. So, die schwachen Barbaren-Berserker, die schon Schaden erlitten haben, kommen mal nach hinten. Ihr kommt dahin, ihr kommt nach vorne, um eventuelle erste Angriffe abzufangen. Euch brauchen wir gar nicht erstmal, beziehungsweise packen wir euch nach hinten rein. So, ihr steht hier. Wulfric und die Wehrbestie kommen ganz nach vorne. Und die Hündchen, über die ich sehr froh bin, kommen jeweils an die linke und die rechte Flanke. Und es kann losgehen. Ich gehe mal davon aus, dass Wulfric und die Wehrbestie das fast schon alleine machen können. Oh, bevor wir hier beworfen werden, schnell wieder die Beschusskurven einstellen. Sind das die Panzerbrechenden? Ja. Das sind sogar die Panzerbrechenden. Können wir den eigentlich reinmachen, ohne dass er was merkt? Die Antwort lautet ja. Die Antwort ist ganz eindeutig ja. Ja, gute Arbeit, Wulfric. Der Sieg ist damit nah. Wie wär's? Wollen wir sie kaputt schießen? Warum eigentlich nicht? Die KI... Oh! Die KI hat alle Vorteile in dieser Kampagne. Oh. Lauf! Oh. Okay, dann sollten wir mal doch angreifen. Zum Glück haben wir noch ein Schwert der Pein dabei. So, ruf, 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 flankieren, ruf, Hunde weiter. Flankieren. Ruf, geht's noch ganz gut. Hier kaputt machen, hier drauflaufen. Schnappt euch die. Nächster Zauberspruch. Warten wir noch, bis der gemacht worden ist, bevor wir hier angreifen. Das sollte ihr Ende sein. Nach dem Schaden kommen die nicht mehr zurück. Ihr könnt aufhören zu werfen. Das macht nur mehr Schaden, als es hilft. Und damit wären die erledigt. Arrivederci. Und wir haben mal wieder gesehen, was passiert, wenn man sich mit Wulfric, dem Wandernden, anlegt. Wo er genau hin wandert, ist zwar nicht so ganz klar. Und ob er seinen Mammut, seinen Seemammut mitnimmt, ist auch nicht ganz klar, aber... Er ist auf jeden Fall der Wanderer. Da läuft der Wauwau. Gefolgt von anderen Wau. Oh, ist er weg. 146 Verluste. Ja, ist okay. Ist okay. Aslog Blutbrand. Gerade die gepanzerten Chaosbarbaren waren besonders gefährlich, sowie die Trolle und überraschenderweise auch die normalen Barbaren. Ja, gerade zu dieser Zeit, bei der jede Armee plus 20 Waffenstärke hat, da sind unsere Barbaren besonders anfällig fürs Kaputtgehen. Nicht schön. Entscheidender Sieg. So, das hält uns wieder für eine Weile am Leben. Leider keine Gegenstände bekommen, aber einen Rang, den ich gut finde. So. Dann sollten wir sie eigentlich
Sollten wir sie eigentlich... Ha, ich würde sie gerne auch niederreißen, aber wir müssen das mal besetzen. Wir brauchen das Geld. Oh, ein Anhänger gehalten. Plus 4 Nahkampfangriff für norskische Eiswölfe, Kriegshunde und Hautwölfe. Nicht schlecht. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Plus 6%. Nehmen wir gerne mit. So, wir haben unseren nächsten Level abbekommen. Was nehmen wir als nächstes mit? Auge der Götter. Waffenstärke plus 7%. Brauchen wir nicht so wirklich. Den Blitzschlag sollten wir so früh wie möglich haben. Wow, unnatürliche Heilung ist auch ziemlich stark. Und Unterhalt, reduzierte Unterhalt. Oh, das ist unglaublich, wird unglaublich wichtig sein. Und der Rest hier. Nahkampfangriff für Mammuts, für Hautwölfe, Barbaren, Kavallerie und Kriegshunde. Auch nicht schlecht. Aber das ist alles sekundär im Vergleich zu furchterregenden Kriegern. Deswegen sage ich mal, wir packen Plünderer. Erstmal Plünderer hier rein. Oh, Hautwolf hat auch ein Level abbekommen. Sehr schön. Was machen wir mit ihm? Kampftraining, Attentat. Wir haben eh kein Geld für sowas wie Attentäter. Pff. Brutaler Angriff. Plus 5 Nahkampfangriff auf Verbündete in Reichweite. Können wir bis auf plus 13 aufleveln. Und das gibt uns plus 18 Rüstung. Rasender Angriff, plus 13 Nahkampfangriff und Angriffsbonus, allerdings nur in einem sehr niedrigen Reichweitenradius von 30 Meter. Und was wollen wir machen? Ach nee, das ist beständig. Oh. Beständig ist nicht schlecht. Gar nicht übel. Gar nicht übel, aber bis das wirklich funktioniert, glaube ich, können wir lieber erstmal ein paar Punkte in... Oder Rüstung? Da sind unsere Barbaren ja gerade momentan richtig schlecht drin. Ah, wir wollen eigentlich alles wegbomben. So schnell wie möglich. Deswegen gehen wir lieber auf den brutalen Angriff. Nehmen wir den mal mit. Und alles wegbomben. Das ist unser Ziel. So, jetzt haben wir hier Geld verdient. Und jetzt können wir das Lager einnehmen. So, dann regenerieren wir sogar. Leider verlieren wir 900 Gold pro Runde. Ich sehe hier ein Problem auf uns zukommen und generiertes Einkommen plus 100 Gold. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das Geld müssen wir uns momentan, glaube ich, sparen. Rekrutieren kostet hier gerade zu viel, brauchen wir nicht. Sparen wir uns. Wie wäre es? Wollt ihr Frieden? Wollt ihr nicht. Okay, wir müssen sowieso gleich im nächsten Zug wieder hier raus. Und wenn die Siedlung dann platt gemacht wird, dann ist es auch egal. Reparieren tun wir das nicht. Wir lassen das einfach rückerobern lassen von unseren Gegnern. Was für ein faszinierender weltweiter Horror, der gerade dort läuft. Und alle Armeen, alle Einheiten, plus wie viel? Plus 20 Waffenstärke gibt. Das haut rein. Gerade die leicht gepanzerten Armeen, für die ist das besonders fies. Und diese leicht gepanzerten Armeen sind die Norskan. Und die Skaven. Und das Imperium. Ja. Gruftkönige eigentlich auch. Könnte man zu dieser Zeit ziemlich gut zerlegen. Diese Züge. Es kommt mir vor, als hören sie niemals auf. Und bald kommen ja noch mehr Fraktionen dazu. Unglaublich. Okay, er greift uns nicht direkt an. Schon mal gut. Das heißt, seine Hauptarmee ist vermutlich gerade irgendwo anders. Was nicht unbedingt gut ist. Lokale Rekrutierungsqualität, Bauzeit, minus 50% für alle Gebäude, alle Regionen. Das brauche ich aber beides nicht. Egal.
So, können wir vielleicht rausfinden, wo er ist? Ist das irgendwie ein Hinweis darauf, wo der Gegner ist oder nur, wo die Hauptstadt ist? Scheint so, als wäre es die Hauptstadt. Ansonsten wäre ich nämlich jetzt hier hingegangen und hätte ihn erledigt. Okay. Nächster Plan. Ich hoffe, hier dieses auch nur noch 3 Runden. Ist das brutale Geschäft weg. Dann wird diese Armee nochmal deutlich stärker sein als vorher. Okay. Vielleicht sollten wir den Björnlingern erstmal den Rest geben. Und hier durchgehen. Also über links. Oder ich kann den Schwanz einziehen und Angst haben, weil ich befürchte, seine Hauptarmee ist irgendwo hier. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Dann hätte er... Der war vor 2 Zügen ja noch hier. 1, 2, 3, 4 Runden, um da hinzukommen. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Das heißt, wir regenerieren uns jetzt erstmal. Und dann gehen wir in diese Richtung Südwesten weiter. Verleiben uns diese restlichen Städte ein. Am liebsten, indem wir ihren General killen. Und dann gehen wir nach Nordosten und suchen und vernichten Throck. Das ist der Plan. Und hier gehen wir auch weiter auf öffentliche Ordnung. Und Chaos, Korruption. So ein Zauberer wird auch nicht schlecht sein. Einkommen 100. Oh, so gut wie gar nichts. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie man öffentliche Ordnung erhöhen kann. Ich sehe es das gerne dann in den Kommentaren. So, aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Episode der Norska-Kampagne. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.